immer, wenn du gerade Spaß hast oder irgendwie dir nichts denkst, dann kommt das Terror-Tablet. Das ist immer wieder Gang zur Schlachtbank. Du denkst dich scheiße. Ach. Ach. Der Tag kommt ja auch. Der Tag wird kommen, wo ich mich entscheiden muss wahrscheinlich. Keine Sorge. Ihr könnt gleich weiter feiern. Sehr gut. Guter Anfang. Ich hätte auch noch mal Bock, dass eine Frau dann reinkommt. Oder ich aufs Date gehe. Oder ich darf entscheiden, Ex oder Nex. Was denn? Ach, Mann, mach nicht so eine Scheiße. Ja, das ist einfach mal. Vorher ist nur eine kurze Ex or Next Entscheidung fällig. Was? Ach so. Nee. Das war klar, ich meine, da war eine. Boah, Aschwick, Aschwick, ich bin raus. Oh yay. Das wird hart jetzt. Du hast wieder mit deinem Ex angebandelt, aber auch mit neuen Verehrern eine Verbindung aufgebaut. Ich oder Anastasia. Einer von uns beiden wird jetzt dran genommen. Mama mia. Ex or Next. Aber du kannst nicht alle in der Villa behalten. Auf wen kannst du eher verzichten? Ken 1 oder Ken 2? Vanessa, sag mir jetzt Ex or Next, Marvin oder Mike? Was? Hä? Leute, nee. Das kann ich gar nicht. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, unangenehm. Erklär mal bitte, was du da hingemalt hast. Also nach Love Island bist du mit Sandrine rausgegangen. Ja. So, dann saßen wir zu dritt auf der Liege, während sie beim Gespräch war. Und ich sag zu dir, zeig mal deinen Schwanz. Und was hast du gemacht? Hast du mir deinen Schwanz gezeigt? Noch was? Nein. Okay, so. Dort an diesem Tisch. Du! Ey, jetzt du, Carina, ich schwöre, du hast die Hose runtergezogen. Übertreib nicht deine Rolle. Ich habe ihn ganz bestimmt nicht seine Hose vom Leib gerissen. Ich weiß noch, ich hatte meine Hand am Hosenbund. Und dann hat sie die Hand angefasst und dann ist die Hose einfach runtergekommen. Und dann habe ich die Hose halt auch direkt wieder hochgezogen. Ich schwöre auf alles, es war so. Ich schwöre auf alles, es war nicht so. Ich schwöre auf meine Mutter, es war nicht so. Ich schwöre bei Gott, es war nicht so. Aber scheißegal. Ich bin hier, okay, ich bin hier für dich. So, ich bin für dich hierher gekommen, okay? Aber wir waren nicht zusammen, wir haben uns nicht geküsst, wir hatten gar nichts. Richtig. Wir haben uns sehr gut verstanden, wir hatten Anziehung, okay? Ich hätte viele Sachen erzählt, aber nicht sowas Dreistes. Weißt du, was ich meine? Ich hätte jetzt auch ein schönes Sixpack hinmalen können und sagen können, ach ja, du hast einen tollen Körper, aber dann wäre es halt auch scheiße, weil das ist nicht das, was ich mit ihm verbinde. Darf ich erzählen, was ich hier hingemalt habe? Ja, bitte, erzähl mal. Hier ist eine Katze, weil du eine wilde Katze bist. Und hier sind deine schönen grünen Augen, weil die in meinem Kopf geblieben sind. Warum zur Hölle? Du weißt, was ich meine, aber scheiß einfach drauf. Da hatte ich auch kurz den Moment, wo ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich vielleicht doch ein kleines, schlechtes Gewissen. Jetzt sei nicht angepisst, Mann. Bin nicht angepisst, alles cool. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Lass uns jetzt bitte nicht streiten am ersten Tag, okay? Aber in welche Richtung es jetzt gehen könnte, ist nach dem Bild schwer zu sagen. Oh Gott, das möchte ich gar nicht entscheiden. Das geht doch gerade viel zu schnell. Ich weiß gerade nicht, das ist ja alles, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, scheiße. Boah, lieber Gott im Himmel, das ist so scheiße. Es tut mir so leid, ich möchte mich gar nicht entscheiden. Marvin soll bleiben. Krass, ja. Easy.